sondern ein Instrument, das zur Gitarrenfamilie gehört. Und das erlebt seit mehreren Jahren in England beginnend eine Renaissance, ein Comeback und ist auch vor 2 Jahren in Krems angekommen. Und wir spielen jetzt schon das 2. Jahr miteinander. Perfekt, um sie im Rucksack einzupacken, sich ans Lagerfeuer zu setzen und den Sommer zu genießen. Wir erleben hier ein perfektes Beispiel, was es bedeutet, wenn man auch als Erwachsener erst ein Musikinstrument beginnt. Die Frau Stritzig hat zwar früher Klavier gespielt und noch gar nichts mit Gitarre oder sonst einem Saiteninstrument zu tun gehabt und kommt seit 2 Jahren einmal in der Woche zu mir zum Unterricht. Und wir haben sehr viel Spaß miteinander. Ich habe im Fernsehen einen Bericht gesehen, darum bin ich ja gekommen. Okay. Im ORF war ein Ukulelebauer aus der Steiermark oder irgendwie und der hat erzählt, dass die Ukulele so ein tolles Gerät ist und es ist gar nicht so schwer, es zu lernen. Und es kann fast jeder die Ukulele auch einmal ein bisschen spielen. Und da haben wir gedacht, ja, das gefällt mir, das möchte ich machen. Und Gott sei Dank hat ein Kurs begonnen hier in der Musikschule bei der Frau Professor Waldschütz. Finde ich super. Aber eine große Freude.